Hallo liebe Whisky-Fans, hier ist wieder der Eiderbjörn und heute habe ich mal was Rauchiges für euch. Und zwar geht es heute um den Artback Corrie Reckon. Ja, ich habe angekündigt, in meinem nächsten Video wird es um eine Whisky-Verkostung gehen. Und zwar geht es heute auf die Insel Islay zu was richtig Rauchigem und zwar zum Artback Corrie Reckon. Corrie Reckon ist eine Meeresstrudel, der da irgendwo bei Schottland sein soll. Danach ist dieser Whisky benannt. Gereift ist der Gute in Ex-Bourbon Barrels und in frischen französischen Eichenfässern, also quasi Virgin Oak. Der sollte also ein bisschen Holz mitgekriegt haben. Mal gucken. Bei Virgin Oak bin ich immer sehr vorsichtig. Da reagiere ich ein bisschen empfindlich drauf, also wenn er zu viel Holz hat, aber mal gucken. Ja, abgefüllt ist der Gute mit 57,1 Volumenprozent. Das ist keine Fassstärke, das ist Batchstärke. Ja, nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert, wie immer bei Artback. Ich finde ja, die Artback-Standards sind klasse. Vom 10er über den NOA, Ugedal, Corrie Reckon. Schöne Whiskys. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Corrie Reckon und Ugedal, mal gucken. Vielleicht kommen wir am Ende des Videos mal zum Fazit. Mir fehlt noch der 19-Jährige, aber den will ich mir dieses Jahr mal gönnen. Und dann habe ich den auch mal probiert. Ja, dann wollen wir mal anfangen. Auf dieser Seite ist er einmal unverdünnt mit 57,1% und hier ist er einmal verdünnt auf 53%. Da fand ich ihn am besten. Oh, der zieht schöne Lecks. Aber, ja, gesagt haben wir eigentlich alles. Dann können wir wohl anfangen. Ja, einmal hier unverdünnt. Ja, auch hier hat er schon wunderschöne Lecks. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Aber ich kriege gerade mit, ich habe vergessen, mir ein Blatt Papier. Nee. Naja, vielleicht seht ihr es auch mal so. Ich zeige mal in die Kamera. Also die Farbe ist so ein, ja, blasses Gold. Ne? So. Na, dann wollen wir mal reinriechen, was der Gute kann. Ja, also gleich die erste Nase, definitiv Artback. Diese Süße von Artback, das kann man gar nicht beschreiben. Da muss man mal einen Artback getrunken haben. Und jeder, der schon mal einen Artback getrunken hat, der weiß, mit dieser Artback-Süße was anzufangen. Die ist gleich in der Nase. Dann kommt gleich so der Rauch natürlich. Aber da kann man noch gar nicht so sagen, was für ein Rauch so. Leicht, hier würde ich sogar leicht ins Richtung medizinisch gehen, aber nicht in Richtung Artback, das ist definitiv nicht der Fall. Dann kommt so eine leichte, grasige Note, frisch, Richtung frisches Holz gehend, würzig. Ja. Ein bisschen Zitrus vielleicht. Ja, das war der unverdünnte. Wie ich finde, ich kann es ja schon mal sagen, beim Verdünnten kommt doch ein bisschen mehr. Deswegen, ich bin ja ein Freund von Verdünnen. Ne? Mögen ja nicht alle, aber ich bin ein absoluter Freund von Verdünnen. Und der zieht jetzt erstmal Lecks mit Wasser. Das ist schön. Sie sieht sehr schön aus hier. Ja, der zieht schöne Lecks. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja. Dann gucken wir jetzt mal beim Verdünnten auf 53 Volumenprozent. Ja, und hier kommt gleich teeriger, leicht medizinische, was der hatte, unverdünnt, ist weg. Da kommt jetzt gleich so ein teeriger, leicht aschiger Rauch, grasige, kräutrige Noten. Schon ja, Richtung frisches Holz auf jeden Fall. Die Artback-Süße ist definitiv da. Bisschen Zitrus. Sehr schön. Hat sich doch deutlich geöffnet. Früchte, würde ich sagen. Hat der. Ha. Also man könnte jetzt, wenn man viel reininterpretieren will, vielleicht so einen Pfirsich, einen frischen, so einen gelben Pfirsich, so. Aber das schon viel rein interpretiert.
Ja, eine schöne Nase, kräftig, voluminös und Lex sieht er, das ist echt unglaublich. So, dann Prost. Tritt gleich mit voller Wucht an. Der Rauch kleidet komplett den Mund auf. Wieder dieses teerig-aschige. Dann kommt die Artbergsüße. Oh, Speichelfluss setzt ein. Schön. Der Rauch steht und steht im Mund. Die frischen, holzigen Noten sind nicht störend. Ich habe ja gesagt anfangs, ich bin jemand, der bei Virgin O's ein bisschen, aber überhaupt nicht störend. Gibt eine schöne Würze rein, eine schöne Holzigkeit, sehr angenehm, sehr ölig im Mund. Der ist immer noch da. Das Ölige auch im Mund. Speichelfluss ist Wahnsinn. Ja, wunderschön. Schmeckt sehr, sehr gut. So, dann wollen wir nochmal hier den unverdünnten nochmal nehmen. Ja, also deutlicher Unterschied. Du hast hier diesen schönen, teerig-aschigen Rauch. Überhaupt nicht. Der bleibt scharf. Gleich von Anfang an scharf. Könnte Richtung, ja, Pfefferschärfe, das ist Pfefferschärfe. Aber auch teilweise alkoholisch scharf. Die Holznoten sind da, aber nicht so doll wie beim Verdünnen. Und dieses teerig-aschige ist gar nicht. Also so. Und er ist auch nicht ganz so würzig. Also deutlich verschlossen. Also ich empfehle wirklich die Zugabe von Wasser beim Cold Wrecken, weil das hier ist wirklich, muss man echt sagen, ja, die Süße nimmt deutlich. Ja, wir gucken nochmal. Testen nochmal. Das ist hier der unverdünnte. Ja, auch die Artbergsüße ist definitiv mehr im Verdünnen. Also ich empfehle wirklich, hier Wasser rein zu tun. Wie gesagt, mir hat er bei 53 am besten gefallen. Ja, nehmen wir nochmal einen Schluck. Da kommt das aschig-teerige Würze vom Holz auf frische Holznoten. Ja, sehr schön. Ein bisschen Pfeffer ist auch da, aber bei dem extrem vom Anfang an. Also ich empfehle wirklich Zugabe von Wasser. Das ist ein hervorragender Malt. Ja, also Preis. Was habe ich? Oh, jetzt habe ich nicht nachgeguckt. Mal in den Fässern genau nachgeguckt. Ich meine, habe ich im Angebot gekriegt für irgendwas 79,90 beim großen deutschen Online-Händler. Da war der im Angebot, da habe ich gleich zugeschlagen. Beim Cold Wrecken, Ugedal, NOA habe ich gleich die komplette Palette mitgenommen, weil die alle im Angebot waren. Ich meine 79,90. Manchmal sind die auch für über 80 drin, da muss man ein bisschen gucken. Ja, Fazit. Ich habe ja von Anfang an gesagt, hier Ugedal oder Cold Wrecken. Ich mag mich da nicht festlegen. Also wenn man mal richtig Bock auf was würzig, kräftig rauchiges hat, denn ganz schön, wenn am besten so kalte Wintertage und wenn man so stark rauchiges, würziges möchte, ist der Cold Wrecken gut. Wenn man noch ein bisschen Cherry-Einfluss möchte, der Ugedal, die stehen für mich auf einer Linie. Ja, wenn man sich entscheiden müsste jetzt und ich darf nur einen, würde ich den Ugedal nehmen, glaube ich. Aber ganz knapp. Ich finde beide klasse. Schöner Whisky, kann man nur empfehlen. Ja. Das ist ja ein Whisky, der ist ja schon lange auf dem Markt. Kennt ihr sicherlich bestimmt. Wer kennt ihn? Was habt ihr für Geschmackseindrücke? Wie seht ihr das mit Wasser? Kein Wasser? Doch Wasser? Ich bin Wasserfan. Wasser spielen finde ich immer gut. Bei Whisky, da lernt man doch noch so ein paar neue Nuancen vom Whisky kennen. Ja, sagt mir was dazu. Was sagt ihr? Ja, gut, das brauche ich nicht mehr fragen, was ihr allgemein zu Artbeck sagt. Da spalten sich ja auch die Gemüter. Ne, muss man sagen. Der eine sagt, geht gar nicht, wegen dem ganzen Marketing-Hype. Ja, sehe ich alles ein, aber nichtsdestotrotz,
die machen guten Whisky. Und vor allem die Standard Range, die ist echt gut. Bei den sogenannten Hype-Flaschen habe ich mich bis jetzt auch zurückgehalten, habe ich auch nicht gekauft. Außer beim Harpy's Tale. Da hat mir der Häcksler doch ganz schön den Mund wässrig gemacht. Den gibt es ja noch. Aber vielleicht schlage ich da doch nochmal zu, weil der hat sich schon lecker angehört. So, aber egal. Was sagt ihr zum Cold Reckon? Wie schmeckt er euch? Was könnt ihr sonst noch von Artback empfehlen? Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schreibt auch fleißig unten in die Kommentare. Und wer es noch nicht getan hat, gerne ein Abo dalassen. Ich bin erst ein kleiner Kanal. So groß möchte ich auch gar nicht werden. Aber schön wäre es vielleicht, wenn ihr doch noch ein Abo dalasst. Ne? Bis dann, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.